Achtung! Das Betreten von Grundstücken und Gebäuden ist ohne offizielle Erlaubnis nicht gestattet und kann zur Anzeige gebracht werden. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zu einem Lost Place hier aus dem grünen Herz einer ehemaligen Gartenvereinsanlage, was mal geplant war. DDR-Zeiten als Naherholungszentrum wurde später umgeändert zu einem Freizeit- und Gartenzentrum. Mittlerweile steht das Gebäude seit mindestens knapp 20 Jahren leer und verlassen uns fällt langsam. Wir waren vor einem Jahr schon mal hier gewesen, hier sind die Bilder dazu. Danach nochmal ganz kurz ein Interview mit einer Person, die den Aufbau teils miterlebt hat. Und wir besuchen nochmal die Kelleranlage dieses Gebäudes, wo wir im letzten Jahr nicht gewesen sind. Viel Spaß! Die Bühne und da ist die Couch und da stand der Tisch und da kam da gerade derjenige, welche mit durchkämpfen. Guck mal, schöne Garderobe hier von DDR-Zeiten noch. Ist das 10er-Bereich Führerburger noch, ja? Also, ne, der findet Sache ja noch schöne. Rechts um die Ecke ist eine harte Heizungsraum. Hauptsache, ich glaube, ich bin wem rein. Muss man Lichter machen hier. In der Ecke ist da. So mal aus. Das haben wir abgeklemmt. Komplett. Rausgenommen. Klar, muss ja.
Es gibt ja manchmal so Lost Places, kennt man ja von YouTube her, wo quasi noch, sogar noch nicht drin leuchtet, verlassen, wo man denkt, Gott, oh Gott. Was habe ich abgeklemmt hinten da? Ist alt. Auf neuen Zähler eingebaut, wollte ich einbauen. Was wäre hier passiert, wenn ich hier reingezogen hätte? Für die Heizungspakete, eine Notklappe zum Öffnen, irgendwas, ne? Ist nur für die Heizung gedacht. Eine Heizungsnotklappe. Ja. Und dafür hier euer Heizungsraum. Das ist Heizraum, der sogenannte Lager- und Heizraum. Hinten in der rechts in der Ecke ist der Kesselloch. Weil den noch keiner rausgeklaut hat. Ja, das brauche ich auch drüber, na gut, ne? Weil der bringt ja auf dem Schwarzmarkt noch einige Euros noch. Ja, ne? Gott, Benzinkanister. Ein Benzin? Ne, hoppala. Man verwüstet kann das, please. Also. Ja, ja. Ich meine, hier lang. Oh, hier war ein Fenster drin gewesen vor langer Zeit. Ja, das war jetzt ist zugemauert. Hier war ein Fenster drin. Das weißt du nicht, das muss ja von deiner Zeit dann gewesen sein. Oh. Angst habe. So, also, dunkler Keller. Ich mag das auch nicht. Taschenlampe habe ich leider keine. Ja, ich habe meine Handylampe, aber trotzdem, ich mag dunkle Keller. Man kennt die ganzen Horrorfilme. Auch wenn man irgendwo so ein Zombie hergewackelt kommt, dann. Hier unten hast du drei Kanister, vier Kanister drin. Und Wasser steht da unten ein bisschen drin. Ne, ich habe eine Lampe dabei, ist kein Problem. Ja, Wasser. Fenster ist auf vom Keller. Warte mal kurz mal reingucken. Da gibt es sogar einen extra Raum, Opa. Wo geht der Raum hin? Wo kommst du da rein? Weißt du das nicht, ne? Ah, da ist ein Holz drauf von außen. Warte mal, gucken, ob ich hier meine Kamera mal reinhalten mal. Nee, es ist keine Leiche drin. Aber man will zumindest von außen rankommen, da ist eine Holzplatte drauf. Was hat da hinter noch stehen? Nichts. Was sind das für was sind Wasserbehälter hier einfach nur, oder? Opa? Ja. War das ganz normale Wasserbehälter gewesen nur, oder? Die Ölbehälter. Ölbehälter? Okay. Ölbehälter für die Heizung. Öltanks sind das, ja. Vier Behälter zumindest auch. Öltanks. Und ich komme wieder rausgeklettert. Ja. Wasser. Also ich kann sagen, hier unten ist nichts, aber ich habe trotzdem. Und das war jetzt der Partyraum gewesen, ne? Früher mal. Versammlungsraum und so weiter, das waren die eben für Veranstaltungen. Ist ja, hier kam er in der Ecke, hat eine Flasche geholt gerade, habe ich noch fotografiert von da aus. Ne? Die Waschmaschine war auch schon mal hier, oder was ist das für ein Gerät hier? Warum haben die Vorhänge reingeschleppt? Achso, die jetzt quasi übernehmen wollten mal. Ja. Ist der Schrank denn auch für den Vorgänger oder ist der Schrank ein Original? Den darf man auch nicht original sein, nicht die meinen, aber da hat jemand dann da reingeschleppt hier. Lauter CDs liegen hier mehr. Kabellage für eine Gasheizung. Ja, hier ist nichts mehr. Ich gucke noch irgendwelche Dokumente, vielleicht weiß nicht. Was sind das für CDs jetzt überhaupt? Habt ihr schon mitgenommen hier? Warte mal, was steht da? Tonsportgigant, kennst du das? Steht auf CD drauf. Aber du bist ja ein bisschen so ein Bautechniker, ne? Wofür sind die ganzen Teile hier? Waren das hier die Kinder, die eingebrochen haben, die ganzen Teile hier hingelegt haben? Wo ist das hier gedacht? Kann sein, ich weiß nicht. Weil das sind die Bauteile, ich kenne sie jetzt so nicht. Der Winkelsensor oder sowas? Hier hast du gebrannt in der Ecke mal irgendwann, ja. Irgendwann mal. Ne? Hinten ist normal Toiletten praktisch jetzt für. Ja, Toiletten nochmal. Was ist denn das da? Auf einer Waschmaschine, ne? Ja. Der Zugang? Gab es hier keine.
Muss man echt hier hochklettern, wenn man noch aufgehen auf die Bühne? Das ist, ja, ich glaube. Oder gab es mal eine Treppe? Da mag ihm das vorgewesen, das weiß ich nicht. Meine Schiebetür ist ja hier. Ja, ja. Da kommen die Herren Künstler von der Seite. Kommt ah, hier, wegen Feuer, dann sieht man noch. Der ganze Ruß hier. Ja. Jetzt hinten nochmal, Toiletten hinten nochmal. Hinten ist auch nochmal separater Raum, links von der Tür. Hier vor ist eine Künstlergarderobe, ne? Und wieso hat sie gebrannt? Waren sie Kinder oder waren es? Das war, ja, keine Ahnung. Ich war es nicht gewesen, aber es war irgendwann mal. Habt ihr es mitbekommen, das brennt? Oder wird das von den Leuten selber gelöscht wieder? Von wem weiß ich nicht. Ah, das ist bestimmt der Pult für die Bühne hier gewesen, ne? Oder für Vereinssitzungen, guck mal, grün. Ja, das grüne Herz, wortwörtlich, ne? Ja, würde ich das machen. Ja, auch sind alles von der Wand gerissen. Die ganzen Pissbecken. Schade. Das grüne Herz. Ja, schade, aber ja, muss das. Und was müsste ich dir das hier denn hier vor eurem Gartenverein noch? Als Andenken. Rednerpult. Oh, wo ist das nicht denn? Für wen? Das Rednerpult. Nee. Zweite Kloanlage, leider schon sehr auch runtergewirtschaftet und zerstört ein bisschen teilweise. Die waren bis dato alles heil gewesen, alle Kabinen ausgerissen, alle Trennwände ausgerissen. Du brauchst immer Bauholz. Vielleicht. Aber schöne Fliesen. Die besteht eher. Aber hier hast du noch deine Halterung noch. Aber wir können es ja Mühe machen, wie Aufbau wieder. Über noch Toilettenpapier hängen noch. Und so eingeschissen noch da, Wasser ist rein da. Hm. Hier oben ist ein Fenster, ist auch kaputt, das obere Fenster. Ja, das ist lange kaputt. Okay. Ja, naja. Das ist der hintere Ausgang, mache ich die Blechtür hier. Das müsste von der Sache jetzt zugerammelt sein. Mhm. Oh, hier ist auch ein Stück von Rednerpult, was es ist, oder war. Ja, aber wenn ich jetzt hier einbrechen würde als Jugendlicher, ich würde auch so Pissoirs mit seiner Wand hängen lassen, würdest du das sinnvoll sein? Ich weiß nicht, die waren noch vor, wir sagen, noch vor einem Jahr als heil gewesen. Auch wenn sie mehr spülen, aber wenn du pullern musst, oder praktisch. Ja, ich war noch vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, wo ich schon der Wissart und der Wahrheit hängen will. Die Bilder beweisen das ja. Der Teaser Ausgangsbereich, zwei sehr derbe. Zu ist aber trotzdem ein Loch enthält, wo ist das Loch jetzt? Da. Ein Spionageloch ist dran. So, einen Raum habe ich noch entdeckt. Ja. Das war bei schon allen Sparten. Morgen, Rot, Arm, Frieden, Sonnenschein, wie sie alle geheißen haben. Euch haben alle mitgebaut hier. Ne? Na hier, Kuschel ist bis jetzt hingetragen. Ja, ja. Wir haben alle mitgebaut. Aber hier, sah es denn letztes Mal auch hier so schon aus, wo hier was? Mit den Tischen auch so? Der Tisch war da oben gewesen, einen Tisch. Wir haben Tische meistens rausgenommen nachher. Da war, es stand der Sessel, der Tausch hier vorne. Stand die immer schon da oder war der auch neu da? Die war schon neu. Ja, stand die immer da? Ob immer? Nein, sicherlich nicht. Ich habe irgendwann mal die Kneipe noch, war eine Kneipe drin gewesen, eine Gaststätte drin gewesen. Mhm. Und die haben wir auch ein bisschen hübsch eingerichtet. Wir wollten ja die Gaststätte lassen, so schön für Klaus mal zum Feierabend, ein Wochen treffen, mal schön Bier trinken. Aber wir haben immer die gleichen getroffen. Wir haben die Ecke Skat gespielt. Da war der Tresen vorne gewesen, da vorne nicht bei Küche, ja, aber es ist Tresen gewesen, praktisch, wo man den dann in sein Bier zapfen konnte oder bekommen hat. Wir haben meistens hinten in der Ecke gesessen, Klaus Lang, Mutti und Renate Lang, haben unser Kaffee und Bier getrunken, da haben die Skatspieler gesessen und weiter. Es war hier nichts los gewesen. Wir wollten ein bisschen hübsch machen, haben selbst dann in die Couchstücke reingestellt. Die war hier vorher. Und ist gerade von, wo die Jugendlichen drin waren, gerade ein Junge hier schön gedankt, der Jugendliche und Küche marschiert und ich war am Fenster gewesen. Moin! Stand er da, Ruhe war nicht gegeben, aber ich dachte dann nicht, aber er dachte, wie ist hier reingekommen? Über den Zaun gegangen. Vorher ist ein Schild privat vom Stück. Nicht mehr, hast du selber gesagt. Eigentümer? Ich
bin nicht der Eigentümer. Ne? Bäh. Klebt hier. Genau die gleiche Stärke raus wieder. Hey. Das war hier bestimmt hier, Garderoben hier, ja, genau. Für den Künstler, ne? Mit dem Künstlerraum war da hinten gewesen, der andere. Da auch, ich weiß nicht. Aber, ne? Ich finde mal, hier lag das Equipment vielleicht, je nachdem, was du hattest. Ja, sagst du, Vorstand bei Versammlungen immer, ich war wunderbar, da auch mal von den Menschen reingehen, reingegangen sind. Von der Fläche her, ne? Auch die Ecke klebt da hinten. Bäh. Ja, aber ich finde, das sieht bald so aus, als wenn irgendjemand es sich einen Spaß macht. Der Raum ist ja verlassen, er hat seine Ruhe und dann quasi sagt, du, ich fange mal an, dir irgendwas zu basteln oder reparieren und so weiter. Auch die, der gepachtet hat, mit neuen Dächern nachher, die werden abfach und vollpackisch machen. Damit haben die auch viel hier umher. Ja, genau. Die komischen Plastikdinger lagen hinten auch schon in der Kiste. Wofür sind die? Was war das? Sekt oder Bierkorken. Bierkorken, nicht Sektkorken, sondern Sektflaschen. Also quasi was übergeblieben ist? Ja, die haben sie mal gesammelt, keine Ahnung. Ne? Und irgendwann, ich war vor zwei Tagen. Da hat man, glaube ich, hier oder da noch Licht anmachen vorher noch, ne? In dem Bereich irgendwo? Hier waren Spielgeräte gewesen. Ja, die sind ja leider weg. Ja. Verrostet oder geklaut oder verkauft? Meine du, ich habe jetzt kurze Hosen, haben wir scheiß Pickerpflanzen hier. Ja. Oh, da vorne steht noch eine schöne Lampe, Opa, die will ich haben. Hörst du mir die ab? Wie kommen wir die mit den zwei Armen? Huch, hier geht's runter. Hier war irgendwas. Also wer weiß, was hinter noch ist, Opa? Mit der Lampe da vorne. Also hier war mal ein Spielplatz mal gewesen. Vor langer Zeit. Ist auch schon ein paar Tage her. Opa, wie lange ist das Zeug jetzt schon leer? Die Anlage? Ah, Picker! Gefunden. So, wie lange ist jetzt unbewirtschaftet die Anlage? Da, hier geht es auch so schief was runter. Das war auch wie ein Felsen vorgelegt da vorne, ein Stück Kabel. Wie nach der Folge. Da sind ein paar hier noch. Also, auch was Neues da wieder. Das sind meine Türen, die Rechte. Hat er wohl auch der Schaustein mitgenommen? Da die Tonico drauf. Ich habe mal Tonico gesammelt und über Ding entsorgt hier. Das verfahre ich auch noch hier. Obst, Gemüse, Annahmestelle und so weiter. Ne? Isolieren von der Heizstraße damals. Haben wohl die anderen, die das nachher genommen haben, das Grundstück hier vorne, diese Aquakulturmenschen, wollten irgendwas isolieren. Das war Obst, Gemüse, Speisekartoffeln, die andere Stelle. Und mit der wir hier gewesen sind, angucken auch mal mit der Frau Lorenz von der Stadt, auch Frau Lorenz selber. Ja, haben wir auch gesagt, das wäre, wenn wir es als Gartenstück nehmen würde. Ein schönes Gartenhaus. Das Ding ist. Sehr gut. Wir sehen da vorne, da müssen wir gucken, wie stabil noch gewandt ist. Ja, ne? Scheißegal, Hartstein und Vollstein. Und Licht? Geht nicht. Licht nach funktional. Aber Hauptsache Einkaufswagen von Netto mag das sein, oder Plus, ich weiß nicht. Ich kenne es so nicht. Ja. Ja, was ist das denn? Und was habt ihr im großen Metallhaus noch drin? In den Schuppen jetzt hier rechts, wo alles mit DDR? Altes Geschirr, alles alte Sachen, also Schrott mehr oder weniger. Die Bänke haben wir nicht weggegeben. Die Bänke hat jetzt die Bahnerstadt bekommen.
unser Freibad bekommen. Ich denke, alle ist dann anders hier gemacht. Waren alle da drin gewesen, haben wir mit zwei Häuser unsere Dinge geholt, die angesteckt werden. Was für Rotten meinen Sie? Das ist auch nur eine Tür, wenn ich eine Zeit hier. Hast du den Gebäude gerade drin waren? Ja, ne? Na, toll, Baum im Weg. Und eine Spinne, wie ich Spinnen liebe, nicht wirklich. So. Mal Lichter machen. Aus dem anderen Baumfenster gewesen. Scheiß Spinnenweben. Was haben wir hier noch? Nichts weiter. Ein Loch in der Decke und dann ein bisschen Brennholz. Das ist nur die vier Fischstunden so. Und im Müllhaufenweise. Sprich gelbe Säcke, blaue Säcke mit Schnollifatz, eine Short und Mist im Dreck. Aber auch sehr DDR-haft gebaut heißt noch. Ja, natürlich, es hat gehalten. Wir haben in der Werft gebaute Dinge, Hauptmechanik gebaut. Krone, Puff und so weiter und die der Restler. Wir haben in der Hauptmechanik. Guck die Lampe mal, ich freue mich. Die zweiarmige Lampe, sieht geil aus. Also, wenn du mir die freischneiden kannst, mit dem Freischneider, ich möchte gerne haben, mein Garten. Yeah. Ist gekauft, entsorgt, meine ich. Hi. Ich grüße die Bebe, bevor wir reingehen. Ich gehe erst rein, grüße. Schön laut reinschreien, morgen, die da hinten auch wunderbar. Also man sieht sich auf jeden Fall, dass die Kinder drin gewesen sind, weil die Autoreifen Spinnweben. Ja, weil die Autoreifen ja auch beschmiert sind. Die Dinge haben wir alle rausgenommen, praktisch, die haben wir alles rausgenommen. Ich wollte sagen, geile Lampe. Geile Lampe. Ich wollte sagen, die kannst du gut verkaufen, theoretisch. Also. Aber die Uhr ist stehen geblieben und kurz nach 5. Kurz nach 5 war die Zeit abgelaufen für den Grünherz. Aber ich denke mal, wie ich schon hinten sehe, sieht man auch noch so alte historische Sachen, also ältere Sachen. Die Stühle da hinten, ist auch ein Holzstuhl noch. Natürlich, das waren ja von hier unten gewesen, von der Tanzfläche. Also das Ausräumen könnte auch noch sein, wenn man sagt, beim Tische gestanden, mit dem hier. Wenn man quasi ausräumen will, kann man auch sagen, oh, guck mal, das, kennst du das noch? Kennst du das noch? Mit Sicherheit. Aber da sieht man nicht ganz so viel, wenn man die reinhält. Und ich will hier drin nicht umherfühlen, mir die ganzen Tiere angehen. Wenn die Tiere so gegen da vorne. Ja, mach mir doch Hoffnung, ich habe kurze Hose an. Und das war quasi euer großer Lagerraum. Hier war drin gewesen. Fahrzeuge. Ja, irgendwas drinnen war von der Sache her auch nie gewesen. Wozu auch? Noch, wenn du bist Kinder und Jugendliche gewesen, wenn du bist. Die hier. Wie es gebaut wurde. War das nicht hier gewesen? Nee, bist du. Doch alter Herd. Ja. Das kann man sagen, es ist ein Elektrolagerraum gewesen. Alter Schrank noch da vorne. Wie gesagt, viel haben wir auch. Kühlschrank. Endlich die alten Nutze, die letzten Nutzer noch hier reingetragen und gemacht noch. Sprich, die ihre Fischkultur machen wollen, die Aquakultur. Ja, quasi alles, was sie drüben nicht gebrauchen konnten. Ne? Ist ja so wie auch der Tresen ja auch hier. Erstmal abgelagert hier und so weiter. Den Tresen hat dann was, wo die neue Fixer drin waren, wo der Kneipe geworden ist. Nachher haben sie letztendlich die Lübster Brauerei, glaube ich, abgebaut mitgenommen wieder. Die sind haben sie falsch abgemeldet, in Salz angemeldet. Mhm. Kneipe hier, ne? Dann haben sie, ich habe das Schriftstück hab hier liegen im Vereinsheim. Also gehört es ja auch in der Lübster Brauerei. Ja, das wurde falsch dann eben dann, haben sie falsch eben gesammelt. Weil ich mussten sie Bier abnehmen auf Lübster selber, ne? Ja, nicht, weil dafür haben sie auch einen Tresen bekommen, ne?
also in Fässerweise Bier mit abgenommen haben, von Liebsten und so weiter und andere Getränke, keine Ahnung. Hinten war sogar ein Bett. Ist auch hier der Maschendraht noch, der ist. Also wenn man schlafen will, ist alles da. Ja. Vor mir sitzen, hatte alles da vorne hier. Ein langer Scheiß Baumschnitt. Na, der Gregor versucht das selber abzumachen, hat er nicht geschafft. Weil ich alleine mal irgendwann in 2, 3, 4 Tagen ran gerissen als Jäger, weil wir hier ein Lagerfeuer machen wollten. So, ein Jahr später sind wir zu Gast hier in diesem Lost Place mit meinem Vater, unserem Opa. Und er hat den Aufbau mehr oder weniger miterlebt. Kurze Frage, dass wir vorhin mit den ganzen Sachen starten. Hat sich was in einer jetzt groß geändert in der Anlage? Waren wieder Kinder unterwegs oder ist mehr zusammengefallen? Oder? Drinne gewesen waren sicherlich Personen selber, aber man kann nichts weiter kaputt machen. Ist auch schon kaputt gemacht worden, was geht. Also drin gewesen waren welche. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, war es ja ein Erbauung in DDR-Zeit logischerweise. Wir sind ja hier in der ehemaligen DDR sogar zu Gast. Wir haben ein paar Daten dafür herausgefunden, wann dieses Gebäude geplant wurde, wann dieses Gebäude offiziell eingerichtet wurde, wann der letzte Pächter die Anlage verlassen musste und ab wann quasi diese ganze Anlage eigentlich in Eigentum der Stadt übergegangen ist, aber trotzdem dem Verfall freigegeben wurde. Denn erzähl mal, wann wurde denn die Anlage überhaupt geplant oder allgemeine Informationen, die du erörtern konntest? Also selber hat mein Vater damit Erfahrung gesammelt, bei seinem Vater war oder ist auch in diesem Gartenverein drin, hat man auch vor mitgeholfen, habe ich schon erfahren. Und ja, als Jugendliche mitgespielt, mitgeholfen, meinen Sie. Ne? Ja, die Anlage wurde geplant damals für alle Sparten und Rassegeflüchtete sich da als Veranstaltungszentrum für unsere Anlage selber hier vorne. Es wurde geplant 1968 circa, begann mal so die Planung und auch die Baumaßnahmen anfänglich selber. Mitgewirkt haben an diesem ganzen Grünen Herz, hieß es zuerst, Gartensparten, das waren erst die Morgenrot gewesen, Sonnenschein, Sparte Ellenholz, Waldfrieden, Abendfrieden, Möwenhorst, Neues Leben, die Rassekaninchenzüchter und die Rassegeflügelzüchter, die alle haben sich am Bau dieser Anlage beteiligt selber. Handwerker wurden gebaut, ja, es waren viele dabei, von der Werft noch, von der Wiesenwerke her, von Metallbau selber, die vieles konnten, aber auch die Anlage aufgebaut haben. Konzipiert war die Anlage ohne Bühne erstmal, der erste Bauplan selber, mit Vereinszimmer. Hinter uns wäre Vereinszimmer gewesen, beziehungsweise vor uns waren wir ein paar Vereinszimmer gewesen, war so konzipiert gewesen. Nach und nach kamen die Änderungen praktisch nachher, wurde vielleicht dann noch die Bühne hierher gebaut, wurden hinten einige Türen zugemauert oder zugemacht oder gar nicht eingebaut. Die Toilettenanlage war erst von hinten erst begehbar für die Gastbereich praktisch, ja. Toilettenanlage waren hier vorne rechts gewesen für den Innenbereich selber, von innen begehbar, wurde aber in der Wand vorgezogen.
Bestimmt auch aus Schamesgründen, vielleicht, weil wenn ich hier feier ist, logischerweise, wenn nicht jedes Himbeer hier auf Klo geht unbedingt. Also. Die Anlage wurde letztendlich, die paar Bilder beweisen das noch, sehr viel genutzt durch eben alle Sparten selber, wo es aus fertig gewesen war, durch Morgenrot, durch Abendfrieden, durch Sonnenschein und so weiter, durch Waldfrieden. Es wurden Vereinsfeste praktisch hier gefeiert drinne durch die ganzen Vereine. Es wurden Vereinsversammlungen abgehalten. Ja, es wurden auch Veranstaltungen auf der Bühne praktisch durchgeführt. Kleine Veranstaltungen, Musiksachen, ne? Und wir da auch viele Ausstellungen selber, wobei alle sich daran beteiligt haben. Gaststättenbetrieb, also sprich Feierlichkeiten, waren sehr, sehr viele gewesen hier, DDR-gemäß eben, ja. Außen wurde Tanzfläche, wurde getanzt, wurde moderiert. Innen war der Ausstand gewesen. Bier und Köln gab es genug in dem Sinne. Das wurde alles hier praktisch dann eben durchgeführt, jahrelang. Die Wende kam, ja. Interesse wurde weniger. Das wurde versucht, das Gebäude war langsam auch dann sanierungsbedürftig praktisch gewesen. Hier war hier rechts, wenn ich das zeige, war ein Kachelofen größer gewesen. Da haben wir einen Hausmeister praktisch hier gehabt, den Herrn Engler selber. Der hat den Kachelofen für den ganzen Saal, einen Ofen, angeheizt selber, um die Wärme ein bisschen reinzubringen, Freunde. Letztendlich die Wende kam. Es wurde notwendig, langsam mal eine vernünftige Heizung reinzubringen, sprich eben Plattenheizkörper, eine vernünftige Heizungsanlage musste hier rein, um den Saal und diese Räumlichkeit weiter nutzen zu können selber. Ölheizung ist reingekommen, im Keller sind die Öltanks gewesen, oben waren da eben der Kessel gewesen. Es wurde letztendlich dann eben versucht, die Anlage dann eben so dann weiter zu erhalten. Es wurden Sanitäranlagen wurden erneuert selber, aber letztendlich wurden immer die Besucher immer weniger in dieser Anlage. Wir mussten arbeiten, viele sind nach Hamburg zur Arbeit gefahren, sprich eben die Leute hatten keine Zeit mehr für den Garten und keine Zeit mehr, um an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen selber. Und immer weniger, die Gaststätte, die drinnen wurde verpachtet an einige Pächter, die haben es versucht, aber wenn keiner kommt, weiß jeder auch, dann war es eben letztendlich gewesen. Wir hatten vom Verein her Geld beantragt zur kompletten Sanierung des Gebäudes, was letztendlich eben teilweise bewilligt wurde oder auch nicht bewilligt wurde. Sprich, wir als Vereinsmitglieder mussten selber mit Hand anlegen, um die Sache hier einigermaßen in Schuss zu halten. Letztendlich war dann die Anlage dem Verfall preisgegeben. Wie gesagt, die letzten Pächter der Anlage haben aufgegeben. Im Jahre, ich glaube, das war 91 gewesen. Oder 92, glaube ich, die letzten raus. 1998 habe ich es erlesen, habt ihr den letzten Pächter rausgeklagt und seit 2001 ging das Ganze im Besitz der Stadt Rostock-Wolfsheim, Stadt Bolzenburg über. Und ja, Stadt Bolzenburg quasi könnte die Anlage natürlich neu verpachten und so weiter, aber wer findet sich für eine Anlage, in der man lockerflockig mittlerweile 50.000 Euro investiert werden müssten, mindestens, um zumindest das Gebäude einigermaßen wieder herzurichten? 99 war es praktisch gewesen, ne? Also 1999 war ich der letzte Pächter hier ausgezogen, beziehungsweise eben, ja, und seitdem praktisch eben, ja, Verfall, wie man letztendlich sehen kann, Decke kommt langsam runter, die Toilettenanlagen wurden letztendlich zerstört durch eben, ja, weil gesagt, Eindringlinge, ja, doch Eindringlinge, ja, also die Anlage letztendlich dann, ja, dem Verfall preisgegeben. Leider. Ich kenne es selber, ich kann es kurz mal selber schon meine Kindheit her. Ich war als Kind logischerweise auch noch hier drin gewesen. Ich wollte öfter bei der Tanzanlage, die wir draußen ja auch gefilmt haben, immer an der Lichtanlage herspielen. Ich glaube, die ist mein Mecker von Opa hier. War auch ein sehr schöner Spielplatz. Den habe ich auch kurz versucht, immer aufzufangen mit unserer Luftaufnahme, aber der ist mittlerweile komplett zugewuchert leider. Der soll angeblich noch existieren, der Spielplatz. Aber sichtlich ist es nicht mehr. Außer Müll, was hier überall umherliegt und ja, eigentlich schade um diese ganze Anlage, aber die Zeiten bringen das mit sich. Leider, man kennt ja viele Gebäude, die quasi mal groß geplant wurden, gut genutzt wurden und dennoch immer ab gewissen Zeitpunkt war es natürlich vorbei. Es kann jetzt endlich nur noch abgerissen werden von der Sache her. Das Gebäude, es ist hinüber. Reparatursanierung ist vollkommen sinnlos.
Ne, das lohnt sich nicht auf keinen Fall mehr, wo noch die Decke oben gewesen war. Na gut, vielleicht, aber man sieht es ja. Es tut sich alles bewegen, indessen das ganze Gebäude. Das ist dem Verfall preisgegeben. Wir haben es praktisch aufgegeben selber. Das Gebäude, das Gelände gehört der Stadt praktisch, ja, aber leider steht dieses Gebäude auf unserem Gelände drauf. Sprich, sind wir dafür fast verantwortlich? Nein, nicht verantwortlich, aber eben, ja, halten die Sache auch ringsherum wesentlich oder innen drinnen auch ein bisschen noch sauber, mal so sagen. Ne? Trotzdem, es könnte von der Sache her großer Bagger kommen, wegschieben die Sache. Kostet aber eben eine Unmenge Geld letztendlich, weil viele Sondermüll mit drin ist hier vorne. Das Dach selber und so weiter, ja. Das ist ein Riesenaufwand dann wieder. Also einstürzen lassen. Nein, so nicht. Ja. Man sieht es auch an den Bildern zum Teil, was damals die noch hier sind, was damals gewesen war hier. Was sehen kann, kann man nicht sehen, nein, vielleicht doch. Kann man sehen. Ja, was damals hier unternommen wurde selber, das waren damals die VKSK, einen der kleinen Türzüchter, und ne, die haben damals hier Rassegeflügelausstellung gemacht, drinnen wie draußen. Und dann war ich eben, ja, ich will nicht sagen, letzten erhaltenen Bilder, aber die wir gerade noch jetzt hier im Lager, also in unserem Lager oder Archiv gefunden haben, von dieser Anlage selber. Es wurden Bilder haufenweise letztendlich gemacht, damals ja sicherlich, ne? Aber ja, hier war eben reges Kulturleben in dem Sinne gewesen. Für alle Vereine praktisch, die Feierlichkeiten durchgeführt haben. Ja. Gut, bei unserer Begehung im letzten Jahr, da haben wir schon mal ein paar Aufnahmen drin noch gefilmt, mit dem Handy als provisorisch, diesmal haben wir unsere richtige Kamera mit. Wir haben da eine Anlage ausgelassen, den Keller, und den werden wir nochmal begehen, um zu gucken, wie es im Keller aussieht. Da wollte Opi nicht ganz reingehen, jetzt gehen wir da gemeinsam rein. Und ja, sauber und aufgeräumt ist der Keller. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ja. Lass die Taschen alles zu machen. Wenn die Lager kaufen, die haben sie schon immer gegeben. Ah, Spinnenweben. Spinnenweben? Ja. Und ganz gefährliche Brand. Gut, dass ich kurze Hosen drin habe. Tritt doch runter mit dem Fuß, wenn du den Fuß hoch kriegst. Ich weiß es gerade nicht. Ich wollte sagen, ob wir die hängen an die Brombeeren. Du kennst den Weg. Wie sagst du mal, mir nach, ich folge. Hier ist die ehemalige Eingang von der Toilettenanlage. Ja. Hier drüben haben wir einen Brenner, einen Ofen liegen. Und der Kellereingang ist noch weiter vorne, noch, oder was? Ich drehe das mal ein bisschen hier. Also ich gehe mal jetzt. Gehst du mal beiseite? Ich stehe auf Plastik drauf. Dann fahre ich normalerweise über den Treppen. Ah, hier geht es dann irgendwo. Theoretisch. Der schöne Flieder. Brennnesseln haben wir auch hier. Das Metallstab hier. Da ist die Abdeckung. Ich habe eigentlich runtergeschoben mal. Ach, hier geht schon runter jetzt, Treppen, ne? Also stehe ich hier quasi schon mitten am Treppen drauf vielleicht. Das stimmt, das ist oben.
wir nur. Hier kannst du vor das Fenster herstellen. So, erste Lost Place, wo wir den Schmutz machen. Und mit Brennnesseln kämpfen muss. Wo Taubnesseln? Nee, ich muss mit Brennnesseln. Egal. Oh, das ist so. Geh den mal weg. Ja, ich versuche mal. Ah, eine Rangpflanze ist hier. Jetzt mache ich ein bisschen so den. Das brennt. Das sind auch Brennnesseln. Aber hätten wir von draußen reinkommen können hier eigentlich. Da unten ist der Keller. Tür sogar auf. Und das war abgedeckt gewesen oder was? Hier ist euer Putz. Die, ne? Die war offen gewesen, da haben wir auch mal vorher noch nicht gehabt. Moin! Ach guck mal, mein Bullauge sogar hier drin. Sehr wacke Tür nicht auf, aber wir haben den Taschen ab. Ne, wegen dem Steinschutt da auch. Ach, kein SOS-Licht. Noch nicht? Danke. Großer Keller. Hast du Taschenlampe? Ja, hast du. Spinnenweben, ich liebe keine Spinnenweben nicht. Ich liebe auch keine Spinnen. Ich bin weder Spinnenweben noch Spinnenfan. Bäh. Hier ist ein bisschen hier so Flutschutz. Ja, gut. Jetzt sehen Sie, also ein überschaulicher Keller. Unter links waren mal Rohre gewesen, haben wir gelegen, aber jetzt sind sie alle weg. Ach, hier meinst du jetzt, oder was? Ja, hier haben wir links gelegen mal. Ah. Rohre, weil ich Spaß hier. Ich brauche sie nicht. Aber ihr habt noch gute Steine liegen hier. Und das eine Rohr wurde hier relativ neu gemacht, hier oben. Die ist relativ neu. Toll, ich dachte, wir erwischen nochmal hier einen Barbaren, Schatz. Da hast du was aufgelegt, Opa. Da liegt Metallplatte drauf oben. Ja. Die wollte ich schon mal wegnehmen, habe ich da wohl sein lassen. Habe ich mal gebraucht eben dazu. Hätte ich mal gebraucht. Ja, man kann aber sagen, trotz Regen, das Grundfundament ist trocken noch, ne? Also, naja. Wie es da draußen hier, wie es draußen aussieht. Die Tür ist auf jeden Fall durch. Ja. Die Wand kommt langsam dann hier rein. Dann ist der Keller zu. Auf. Also ich schaffe jetzt noch Relikte rein, Opa. Dann machen die nächsten, die in 20 Jahren die einbrechen. Sahne. Oh, guck mal hier, DDR-Fundsachen. Au, Entschuldigung, Kamera. Dennoch interessant, obwohl es nicht viel zu sehen gab. So, das war unser erster Lost Place, das grüne Herz. Wie gesagt, leider ist zum Verfall freigegeben. War eine nette Erfahrung, weil es die Anlage mal zu sehen, nach den Jahren auch mal wieder. Leider wird sie auch zerfällt. Und ja. Mal schauen wir mal, wie es in 2 Jahren aussehen wird letztendlich. Wenn die Decke runterkommt. Gaststätte, komplett. Biergarten, grünes Herz, na gut. Fällt auch irgendwann von der Wand da oben nachher. Ja, schade um die Anlage, aber vielleicht findet sich noch jemand jetzt im Nachhinein hier in der Stadt Beutzenburg, der sagt, ich investiere mal 1 Million Euro und tue die ganze Anlage mal grundsanieren. Wäre schön für die Gartenvereine. Wiederbeleben der Gaststätte wird schwierig werden, eher wenn du als Kulturstätte, aber das Essen muss Gebäude grundsaniert werden und das wird nicht günstig sein. Leider. Das war von uns aus. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und auf YouTube. Abonnieren, teilen, abonnieren, teilen.
Das war unser Opa, mein Vater. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis nachher, auf Wieder, tschüss. Achtung! Das Betreten von Grundstücken und Gebäuden ist ohne offizielle Erlaubnis nicht gestattet und kann zur Anzeige gebracht werden.